Aha, das ist ja das Wirtshaus. Und du hast gedacht, ich bräuchte einen Fremdenführer. Kaum zu glauben, wie töricht ich war, nicht? Einen schönen guten Tag, Monsieur. Verlassen wir Rühren, Herr. Ich habe nämlich nicht geparkt. Wir haben noch gar nichts zu packen, Henry. Verzeiht, Herr Schmied, kann ich euch kurz sprechen? Einen Augenblick noch, Monsieur. Natürlich, Monsieur. Wie lange bräuchte ich bis nach Paris? Ein paar Tage, Monsieur, mit der Kutsche vielleicht nicht. Wie heißt ihr? Mein Name ist Charles Cole, Monsieur. Habt ihr jemanden gesehen, der die Stadt überstürzt verlassen hat? Nur ein paar von Juliette Renaults Verehrern. Psst, Manuel. Nur, Monsieur, einige Leute haben kürzlich die Stadt verlassen. Ich suche einen auffälligen Mann. Schaut in den Spiegel. Manuel, also, Monsieur, das war ein Herr in blauen Umhang, er ritt eilends in Richtung St. Quentin. Er hat mit spanischen Silbermünzen bezahlt. Ah, das ist interessant. Es könnte nämlich einer der Täter sein. Wie lange bräuchte ich bis nach St. Quentin? Auf einem guten Pferd 2 Tage. Auf einem Pferd, das ihr euch leisten könnt, sehen. Oder ihr nehmt die Kutsche, die braucht 3 Tage. Oha. Was kosten eure Pferde? Nun mal sehen. Da ist mein preisgekrönter Hengst Donner. Den könnte ich euch für 500 Franken überlassen. Oh Gott. Wann fährt die nächste Kutsche? Die fahre die ganze Zeit, mein Herr. Heutzutage kann sich niemand mehr ein eigenes Pferd leisten. Was kostet denn die Kutschfahrt? 2 Franken, Monsieur. Ehrlich gesagt bin ich im Moment etwas knapp bei Kasse. Ihr habt gute Reden. Stimmt. Aber ich kann wahrscheinlich auf das Regiment anschreiben lassen. Alle anderen tun es, mein Herr. Ich hätte gerne eine Fahrkarte für die Kutsche. Muss ich für Henry bezahlen? Das werdet ihr noch später müssen. Sei still, Manuel. Nein, Monsieur, er kann auf dem Dach sitzen. Jetzt beeilt euch aber. Die Kutsche fährt gleich. Die Haltestelle ist an der Straße direkt außerhalb der Stadt. Komm, Henry. So, wo ist denn hier die Haltestelle? Oh. Ein Überfall! Gib die Hände hoch, Soldat. Henry, du Idiot! Warum hast du mich nicht gewarnt? Weil ich so ein Idiot bin, Herr. Verzeiht, aber wo liegt euer Problem? Ich suche Spione und Deserteure. Mir ist noch nicht nach einem letzten Dessert, Herr. Rede mit ihm. Zeigt mir euren Passierschein. Was soll das alles? Was treibt ihr in dieser Gegend, Musketier? Schau an, ein fahrender Dichter. Ich suche jemanden. So, und wer mag das wohl sein? Ich komme aus Rouen. Ein Edelmann namens de Pupil ist in der Stadt ermordet worden. Ich folge dem Anstifter des Mordes. Ich habe von der grässlichen Tat gehört. Tja, ein weiterer ungelöster Fall wie in Frankreich des 16. Jahrhunderts. Der wahrscheinlich auch nie gelöst wird. Ihr seid wahrhaftig auf der Suche nach diesem Mann. Das bin ich. Könnt ihr mich durchlassen? Natürlich, wenn ihr einen Passierschein habt. Ich bin im offiziellen Auftrag unterwegs. Das sagen sie alle. Könnt ihr es beweisen? Naja, eigentlich nicht so direkt. Das habe ich mir gedacht. Nun, ihr habt Glück. Ich bin gerade ziemlich gut gelaunt.
Bestimmt hat seine Oma ihm etwas zugesteckt. Also lasse ich euch wählen. Entweder ihr kehrt um, geht nach Hohen zurück und bleibt am Leben, oder ihr bleibt hier und sterbt. Was ist euch lieber? Ich werde auf jeden Fall kämpfen. Ich werde bleiben und wie ein Mann kämpfen. Aber Herr, er hat eine Gewehr. Schon, aber man sieht doch, dass er ein Mann ist mit Ehre. Also gut, zieht eure Schwert. Seid ihr soweit? Das werde ich genießen. Ich hoffe doch nicht. Oh Gott. Jetzt mit dem Dolch? Nee, schade. Das hier scheint eine Klasse zu hoch für mich zu sein. Vielleicht ihr seid sogar in die falsche Schule. Ihr habt genug? Also gut, überlegt euch in Zukunft vorher, wen ihr beleidigt. Ich glaube, ich kann nach Hohen zurück. Eine gute Idee. Und denkt daran, wenn ihr unbedingt in Frankreich umherwandeln müsst, holt euch vorher die Erlaubnis eures Hauptmanns, wenn wir werden euch nach euch Ausschau halten. Ups, was nü, Herr? Wir müssen tun, was er sagt. Komm, lass uns nach Hohen zurückkehren. War er wohl ein bisschen festgewackt, da habe ich zu viel gedrückt, weil ich dachte, ich müsste klicken, um zu kämpfen, aber das musste ich gar nicht. Ja, schade. Dann, ich dachte, wir könnten jetzt schon ein bisschen durch die Gegend reisen, aber dann müssen wir wohl erst noch... Home sweet home, was, Henry? Jeder Ort wäre eine Erleichterung, wenn man ein paar Tage mit euch unterwegs war, ja. Nee, da will ich hin. Ja, ein Hammer. Oh, gleich mal einpacken. Und dann, oh. Das Teil muss nur ein bisschen geflickt werden. Ups. Ihr habt sich zerbrochen. Naja, nur ein bisschen. Vielleicht kann sie repariert werden. Das behalten wir mal. Vielleicht hilft es uns später noch. Eine Stange 3 cm, ich sehe, und wie bequem sie sich strageln lässt. Ja, allerdings. Na, das wird ja wohl hier, ne? Das ist. Ah, die Farbe der Musketiere. Ja, genau, dann wird das ja wohl das Hauptquartier sein. Lauschen. Klingt, als ob da eine Schlacht geführt wird. Ich sollte mich wirklich zum Dienst melden. Na, wen haben wir denn da? Ist der verwahrloste Mensch bei euch? Das ist mein Diener. Eigentlich habe ich mit ihm gesprochen. Das ist aber nicht nett. Übel. En garde. Touché. Der Junge ist ja mörderisch. Klar ist er das. Habt ihr nicht gehört, was im verbrühten Eber passiert ist? Wer mag das sein? Da drinnen ist nicht viel, nur ein paar gelagerte... Irgendwelches Essen her? Ja, dann wird er wohl hier sein, ne? Da ist ein Schild, Hauptmann Plainforce, angebracht. Ja. Ich muss den Hauptmann sprechen. Hoffentlich lässt er mich herein. Wer ist da? Ich bin es, Fenrich Joffrey, Herr Hauptmann. Wer? Fenrich Joffrey, der neue Fenrich, Herr Hauptmann. Oder dann kommt mal rein. Fenrich Joffrey, Mel. Seid ihr in einer Scheune aufgewachsen? Gewiss nicht, Herr Hauptmann. Dann schließ die Tür. Ich arbeite für ihn. Fenrich Joffrey, Mel. Ihr habt euch verspätet, wo wart ihr? Ich war gerade in Ruhen angekommen, Herr Hauptmann, als mich ein Leichnam aufhielt. Ein was? Ah, ist ja auch egal. Seid ihr der neue Offiziersanwärter der im Wirtshaus? Ich? Woher wisst ihr meine... Nein. Meine ich doch. Ich kann Unruhestifter nicht ausstehen.
Das ist aber nicht gut. Herr Hauptmann, ich muss euch etwas fragen. Was gibt es denn? Auf der Straße ist ein Mann ermordet worden. War er der Ermordete? Der Comte de Püpel. De Püpel, das ist ein Problem. Ich habe die Mörder konfrontiert, aber sie scheinen gedrungen worden zu sein. Von wem? Naja, ich habe ein paar Hinweise. Gut, gut. Ich muss Ruhen verlassen, um ihnen zu folgen. Wunderbar, gut, so geht. Jawohl, Herr Hauptmann. Brauche ich denn keinen Passierschein oder so etwas? Ich habe keine Zeit, mich um eure Urlaubspläne zu kümmern. Ich habe andere Sorgen. Das ist aber nicht gut. Was haben wir denn hier alles? Fahne. Oh ja, nimm. Lass die Fahne los, Fenrich. Schade. Hier, ich sehe, bewundert ihr mein Obst? Die Melonen haben mich 5 Franken gekostet. Sie sind aus Spanien importiert, wisst ihr? Nehmt euch gerne eine. Danke, das tue ich gerne. Oh, das ist aber freundlich. Euer Tintenfass und die Feder sind trocken, Herr Hauptmann. Ist das alles, womit ihr dienen könnt? Verschwendet meine Zeit nicht, Fenrich. Habt ihr etwas verloren, Herr Hauptmann? Ich muss unbedingt einen Brief finden, den ich geschrieben habe. Ich hatte ihn gerade beendet, als er hereinkam. Ich kann ihn an nichts anderes denken, bis ich ihn wiedergefunden habe. Tja, dann such mal. Das sind alles Berichte aus Paris. Das weiß ich. Bitte bringt sie nicht durcheinander. Sie sind noch Vorrang geordnet. Ich frage mich, womit er den geheimnisvollen Brief geschrieben hat. Keine Tinte im Fass, die Feder. Ob das Papier etwas Besonderes ist? Ja, das ist doch hier, Na, wie heißt das noch hier mit dieser Zitronenlösung geschrieben? Und wenn man das dann gegen das Feuer hält, dann wird die Schrift sichtbar. Nanu, was ist denn das? Hier steht etwas. Hier steht, geliebter Knuddelbär, ich... Ja, das ist er. Ich habe ihn gefunden. Bringt ihn mir. Gebt ihn her. Mademoiselle de Scrété. Vielen Dank, Mademoiselle de Scrété. Ich bring das bitte meiner, ich meine... Bis später, Mädel. Vielen Dank, Fenrich Geoffrey. Ich hatte vergessen, dass der Brief mit Zitronensaft geschrieben war. Kann ich irgendetwas für euch tun? Ja. Herr Hauptmann, ich muss euch etwas fragen. Was gibt es denn? Wegen des Passierscheins. Ja, natürlich. Die Feder ist trocken. Ach, keine Tinte. Wartet einen Augenblick. Nehmt das. Es wird euch die Militärpolizei vom Leib halten, während ihr den Mörder sucht. Aber lasst euch nicht so viel Zeit. Wir marschieren bald gegen die Engländer in Le Havre. Was haben wir denn da? Nee, untersuchen. Eine Beurlaubung. Vom Hauptmann unterschrieben. Ja gut, das ist doch schon mal etwas. Ja gut, dann haben wir den Passierschein. Das ist ja schon mal sehr schön. Dann können wir... Bitte um Erlaubnis wegtreten zu dürfen, Herr Hauptmann. Ja, geht. Ach, und danke, dass ihr den Brief gefunden habt. Macht mir mit dem Passierschein unterwegs keine Schande. Lass uns gehen, Henry. Ich bin seit Ewigkeit insoweit.